Ja, hallo Freunde, heute mit einem ganz kurzen Video bzw. vielmehr eine Ergänzung zu dem Video hier, wie man ein Hotspot unter Windows erstellen kann und das ohne zusätzliche Software installieren zu müssen, ja, also mit dem Windows eigenen Bordmitteln. Genau, und zwar aufgrund vieler Nachrichten, E-Mails, die ich bekommen habe, habe ich mich doch entschlossen, nochmal einen kurzen Video zu machen, und zwar um einfach ein paar, ja, vielleicht Kleinigkeiten, die aber wichtig sind, damit das hier funktioniert, zusammenzufassen, ja. Und zwar als erstes vielleicht, wie man das herausfinden kann überhaupt, ob der WLAN-Adapter diesen Hosted-Modus unterstützt. Ja, das geht sehr einfach, und zwar, wenn wir jetzt hier auf einer Kommandozeile mit dem Netshell-Befehl, ja, WLAN Shell Drivers eingeben, ups, und Enter, da bekommen wir hier jede Menge Infos über unsere WLAN-Adapter. Was für uns hier interessant ist die Zeile hier, genau, ja. Unterstützte gehostete Netzwerke, ja. Also hier muss ein Ja stehen. Wenn hier Nein steht, dann wird das nicht funktionieren, ja. Also das wird einfach nicht starten, ja. Wir können die Verbindung dann nicht teilen. Genau, das Zweite, was auch ziemlich oft war die Frage, wie man das wieder stoppen kann, dieses virtuelles Hotspot sozusagen. Und zwar, das geht auch mit dem Netzbefehl, also Netz WLAN Stop Hosted Network Hosted Network, genau, und schon können wir das wieder stoppen. Da fällt mir noch ein, bei manchen, genau, hier dieser virtuelle Netzwerkadapter, das erscheint hier nur, wenn der Hotspot hier gestartet ist, ansonsten ist es hier weg, ja, also es verschwindet nicht. Ich starte jetzt mal einfach das Hotspot hier, und genau das hier. Diese virtuelle Schnittstelle hier, die erscheint hier nur, wenn der Hotspot hier, dieses Hostes-Modus gestartet ist, ja. Wenn wir jetzt wieder stoppen, wir können das nochmal ganz kurz, genau. Ich ziehe mal das mal hier rüber. Und wenn ich jetzt stoppe, dann ist das, wenn das funktioniert, ne, irgendwie, Show Stop Hosted Network, genau. So, jetzt ist das gestoppt, jetzt ist die virtuelle Schnittstelle hier wieder weg, ja. Genau, und vielleicht nochmal ein Hinweis an der Stelle, ihr könnt euch natürlich eine Batch-Datei hier erstellen, ja, einfach mit irgendeinem Editor hier, die drei Zeilen hier schreiben und das Ganze unter ja, irgendwo auf dem Desktop meinetwegen einen beliebigen Namen hier eingeben. Und wichtig ist, dass die Endung hier Punkt .bat heißt, ja, also dort .bat, das ist eine Batch-Datei ist, ja. Und schon haben wir hier eine Batch-Datei und können einfach mit Doppelklick starten. Hier die SSID und Passwort natürlich ist auch frei wählbar. Genau, ich denke, ja, das war es eigentlich auch schon alles. Ich wollte mal ganz kurz nochmal hier die drei Sachen zusammenfassen. Ich hoffe, dass es euch weitergeholfen hat, und ja, bis zum nächsten Mal. Thank you.